Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Yvonne, Medium, Tiermedium und spiritueller Coach. Und in diesem Video gibt es ein Channeling von Hildegard von Bingen. Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Hier läuten gerade die Kirchenglocken. Es ist gar keine bestimmte gerade Uhrzeit oder irgendwie was. Und ich habe mich dafür entschieden, jetzt dennoch das aufzunehmen. Ich habe mich gerade hierher gesetzt und es fangen die Kirchenglocken an zu läuten. Und ich empfinde das in diesem Moment als etwas Magisches, weil Hildegard von Bingen ja auch eine Äbtissin war, sehr verbunden mit der Kirche. Man kann von der Kirche halten, was man möchte. Ich bin jetzt eher nicht der große Fan, jedoch sehr gläubig. Ich glaube an Urenergien, an die Urquelle, an den göttlichen Funken in uns. Ich glaube an sehr, sehr vieles. Ich glaube, dass alles seine Daseinsberechtigung hat. Und für mich sind Kirchenglocken oftmals auch magisch, denn es ist Schwingung. Und durch diese Schwingungen wird etwas freigesetzt. Und jetzt gerade in diesem Zusammenhang mit Hildegard von Bingen finde ich sehr speziell und sehr interessant, dass es jetzt gerade, es läutet noch ein bisschen, also geläutet hat. Wie komme ich dazu? Wie komme ich zu diesem Channeling oder was gleich entstehen darf? Ich nehme manchmal bei mir verschiedene Energien wahr, dass da eine Anwesenheit ist und die fühlt sich dann entweder angenehm oder nicht so angenehm an. Ich frage dann, wer bist du? Was möchtest du mir mitteilen? Warum bist du da? Und in dem Fall ist es Hildegard von Bingen und sie hat gesagt, sie hat nicht nur eine Botschaft für mich, sondern für uns alle. Das heißt, ich darf dieses Video aufnehmen, sie channeln und alle, die dieses Video sehen, das heißt auch du, der oder die, du gerade jetzt hier mit diesem Video oder vor diesem Video sitzt, wirst da etwas empfangen oder ist irgendwas dabei in dieser Botschaft, das gerade wichtig für dich ist? Also bleib unbedingt mit dran. Vorab möchte ich aber noch was zu Hildegard von Bingen sagen. Für mich war sie immer so die Kräutergelehrte, die mit Heilkräutern, mit ihrem Kräutergarten die Welt verändert, die Menschen heilt. Also sie hat zum 12. Jahrhundert gelebt, also so mit dem Mittelalter könnte man sagen. Doch sie war so viel mehr. Gerade neulich durfte ich entdecken, wie sehr sie auch mit Edelsteinen gearbeitet hat, mit Heilsteinen, wie philosophisch sie war, wie sie Schriftstellerin war, Komponistin, Musikerin. Heutzutage würde man sagen, Life-Coach, die Menschen weitergebracht hat in ihrer Welt. Das heißt, ich würde sie eher so als Universalgelehrte bezeichnen. Eine ganz interessante, hochaufregende, intelligente Frau. Und darüber hinaus ist sie eine Inkarnation der aufgestiegenen Meisterin Lady Nada. Aufgestiegene Meister gibt es sehr, sehr viele Meister, Meisterinnen. Das sind Seelen, die aus diesem Reinkarnationszyklus hier auf der Erde aussteigen konnten, weil sie eben alles Karma abgelegt haben. Und die kommen immer mal wieder hier rein, sie inkarnieren immer wieder, um eben die Welt in Richtung Aufstieg vorwärts zu bringen. Und der bekannteste aufgestiegene Meister ist Sananda, der als Jesus Christus inkarniert ist. So ist Hildegard von Bingen unter anderem auch als Maria Magdalena inkarniert oder als, jetzt weiß ich gerade den Vornamen nicht, die Frau von Franz von Assisi, der übrigens auch ein aufgestiegener Meister war, Kutumi. Also es ist sehr interessant, wie sie immer wieder reinkommen und eben, ich sage jetzt mal, so einen Energieschub hier reinbringen. Ich habe jetzt im Speziellen tatsächlich Hildegard von Bingen empfangen. Das heißt, es ist im Prinzip, man könnte sagen, die Seele von Lady Nada, die aber diese Energieverbindung und das, was sie hier als in der Inkarnation von Hildegard von Bingen erlebt hat, mit reinbringt in dieses Channeling. Und deswegen freue ich mich, was gleich alles zu uns fließen darf und was wir erfahren dürfen, woran wir vielleicht erinnert werden oder ob wir neue Erkenntnisse bekommen dürfen. Ich verbinde mich nochmal intensiv mit ihr und dann lassen wir es fließen. Mein liebes Lichtwesen, du hast den Blick für das Ganze verloren. Du hast den Blick für das große Ganze, die kosmischen Harmonien gehen lassen, ziehen lassen und eingetauscht, um den Fokus auf einzelne Aspekte, auf einzelne Anteile zu richten. Du blickst auf Wut, auf Ärger, Schmerz, Verletzungen, die Vergangenheit. Du blickst auf die Verbindung zu dir selbst, bist so fokussiert auf das Ich, dass du die Verbindungen und die Harmonie des Universums losgelassen hast. Doch sie sind immer noch mit dir verbunden, auch wenn du es so oft nicht fühlen und wahrnehmen kannst. Denn du bist dieses Geschöpf im Einklang mit der Welt. Öffne diese Energien, indem du den Blick wendest. Indem du den Blick auf dich als universelles Wesen richtest. Du bist so viel mehr. Du bist überall. Du bist eins. Du bist alles, das ist. Trete heraus aus dem Schatten der Angst,
aus den Sorgen und Zweifeln, die dich klein werden lassen. Trete heraus in die Sonne hinein, denn sie lässt dich erstrahlen in deinen schillerndsten Farben. Du bist das Licht, du bist die Liebe, du bist mein liebes Lichtwesen. Alles, das du im Außen suchst, trägst du schon immer in dir. Öffne die Türen, indem du dein Herz öffnest, und du wirst Zugang erlangen, Zugang zu den kosmischen Universitäten, Zugang zu den Refugien der aufgestiegenen Meister, Zugang zu deinem Lichtwesen-Dasein, zu deinem Engelswesen-Dasein, zu deinem göttlichen Funken. Tritt heraus aus dem Schatten des irdischen Seins, denn du bist so viel mehr und du weißt es. Tief in dir weißt du es und fühlst du es. Lasse dich nicht ablenken von den kleinen Facetten der Angst, des Scheins, der Illusion. Sie sind nicht real. Die ursprüngliche Wahrheit schlummert in dir. Es ist an der Zeit, sie zu erwecken, indem du Fragen stellst. Frage uns, wir, die Wesen der geistigen Welt, wie auch du ein Wesen der geistigen Welt bist. Somit frage dich selbst, denn du trägst die Antworten in dir. Frage dich, was für dich, für dein Herz wahr und wahrhaftig ist. Denn du bist das Licht und du trägst alles in dir. Erkenne es und fühle es. Hier in diesem Moment, halte inne, komm in die Stille und fühle es. Deine Verbindung zur Urquelle. Spüre, wie es in dir sprudelt. Fühle, wie die Quelle wieder zum Leben erwacht. Fühle die Klarheit in dir, fühle die Verbundenheit in dir. Spüre das reine Leben, spüre die bedingungslose göttliche Liebe. Spüre dein inneres Licht und lebe. Lebe, lache, tanze, genieße das irdische Dasein, das du auserwählt hast. Indem du den Blick auf das große Ganze richtest, auf die kosmischen Harmonien, auf die göttlichen Frequenzen. Öffne dich in vollem Vertrauen. Vertraue dir. Traue dir. Trau dich, du selbst zu sein. Denn nur so fühlst du es. Deine Verbindung, die Verbundenheit zu allem, was ist. Dein Licht. Tritt heraus aus dem Schatten der Angst und der Illusion. Es ist soweit. Wage den Schritt. Trau dich. Du bist bereit. Ich reiche dir meine Hand, denn ich bin immer an deiner Seite. Mein liebes Lichtwesen. Du bist Licht und Liebe. Ich liebe dich. Bin gerade zum einen so tiefenentspannt und zum anderen habe ich so ein Kribbeln in mir, wie so Schmetterlinge, Frühlingsgefühle. Dieses Gefühl, es passiert etwas Tolles, Aufregendes, es ist schon da. Und diese Energien, diese Aktivierung nochmal der göttlichen Urquelle in uns war so intensiv und ist es immer noch. Ich habe wirklich das Gefühl, es sprudelt so aus mir heraus. Und ich freue mich drauf, wenn du mir mitteilst, wie es für dich ist, für dich war, wie du diese Worte, diese Energien wahrnimmst, ob du damit gerade etwas anfangen kannst, ob du in Resonanz bist. Also ich freue mich auf deine Kommentare, auf deinen Kommentar. Und ja, bin da gerade noch dabei, es wirken zu lassen, fließen zu lassen.
Ich darf mir das auch nochmal anhören, die einzelnen Worte. Es ist oft noch vieles präsent im Nachhinein, manches aber auch nicht mehr so sehr. Sehr intensiv. Nochmal den Blick auf das große Ganze zu richten. Zu erkennen, dass wir zum einen eben auch der Mensch sind, zum anderen wieder dieses Lichtwesen, was sie gefühlt ganz oft wiederholt hat. Ja, das dürfen wir wirken lassen, das ist mein Gefühl. Wir dürfen es erstmal annehmen, die Energien fließen lassen und dann auch schauen, was sich so die nächsten Tage, vielleicht auch Wochen entwickeln darf, wie wir noch mehr strahlen können und wie es so ist, wenn wir den Blick aus uns heraus oder in uns hineinrichten zum einen und dann wieder uns als großes Gesamtkunstwerk sozusagen wahrnehmen. Mir hilft es immer so, die Vorstellung, einen Schritt aus mir herauszugehen und dann von außen auch auf Situationen zu schauen. Manche gehen eher nach oben raus oder nehmen die Vogelperspektive ein, sehen sich als Adler, der dann kreist und die ganze Situation eben von oben betrachtet. Probier das mal aus. Wirklich auch gerade in Situationen, in denen vielleicht die Gefühle so intensiv sind, dass man gar nicht mehr klar sehen kann oder die Situationen in eine gewisse Ärger oder vielleicht auch Wutenergie bringen, da wirklich einen Schritt aus dir herauszugehen oder nach oben zu gehen und die Situation von außen zu betrachten. Wie reagierst du gerade? Was triggert dich? Was spiegelt dich? Und was kannst du daraus lernen? Ach, ganz wundervoll. Und wenn wir dich irgendwie unterstützen dürfen, mein wundervolles Team und ich, schau gerne auf meiner Homepage vorbei, schau dir die Online-Kurse an, schau dir die Ausbildungen an, vereinbare einen unverbindlichen, kostenlosen Beratungstermin, was gerade das Passende für dich ist. Und dann sind wir sehr, sehr gerne auch für dich da, begleiten dich auf deinem Weg in deine eigene Urkraft, deine Urenergie, in deine Selbstermächtigung. Ich danke dir von Herzen für dein Sein, für dein Tun, fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.